Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei uns zu unserem zweiten Livestream. Jetzt haben wir schon mittlerweile ein klein wenig Erfahrung sammeln können durch den ersten Livestream. Ja, aber wir werden neue Erfahrungen machen. Lassen Sie sich einfach überraschen, was wie gehabt der Fall sein wird. Wir freuen uns über Ihre Kommentare in dem Chatfenster rechts neben dem Bildschirm. Und auf der anderen Seite laden wir Sie herzlich ein zu Spenden, die den Künstlern zugutekommen sollen. Also die Spendenaufrufe sind dafür gedacht. Das ist alles wie gehabt. Aber was neu ist heute, wir dürfen auch heute hier ein paar Gäste im Theater begrüßen. Hallo. Herzlich willkommen. Das könnten Sie nächstes Mal auch. Das nächste Mal, wenn, na, davon reden wir erst nach der Show. Auf der anderen Seite darf ich auch ganz herzlich begrüßen meine Kollegin, Vereinskollegin Gabriele Ermen, die die Künstler von heute näher vorstellen wird. Herzlich willkommen und viel Spaß heute Abend bei diesem Livestream. Guten Abend. Ja, herzlichen Willkommen auch von meiner Seite. Unsere heutigen Künstler sind aus Darmstadt zu uns zu der schönen Bergstraße angereist. Und das ist eine Besonderheit, denn sie machen sich rar. Sie waren schon zweimal bei uns auf der Stadtparkustik und letztes Jahr haben sie auch gespielt im Fungo-Festival. Aber dieses Jahr sind sie pandemisch ausgebremst. Das Konzert im Sorbas in Großrohrheim im März musste abgesagt werden und auch das Konzert in Bickenbach in der Kastanie, was für Juni geplant war, wird leider ausfallen müssen, weil die Hygieneauflagen einfach der großen Menge ihrer Fans nicht gerecht werden können. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute bei uns sind, im schönen Keller des Theater Mobile in Zwingenberg. Es ist eine Band, die schon sehr viel Erfahrung hat, eine lange Tradition. Vor 25 Jahren hat sie sich gegründet. Und zwei von denen, die heute auf der Bühne stehen, waren damals schon dabei. Seit 7 Jahren nennen sie sich Oak Tree Corner. Freuen Sie sich jetzt auf einen wunderschönen Abend mit bekannten Melodien, fetzigen Liedern aus den letzten 50 Jahren. Freuen Sie sich auf Oak Tree Corner. Thank you.
Tree Connor und wünschen allseits gute Unterhaltung. Und ihr hört schon, den ersten, den ich heute Abend mal persönlich vorstelle, ist unser Schlagzeuger, der Stefan. Aber bevor ich das tue, habe ich aber auch schon gemacht, möchte ich natürlich auch Gabriele, Leo und allen Mitgliedern und Arbeitern vom Theater Mobile danken, dass wir heute hier sind. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Wunderbar. A pretty face, don't need a pretty heart. I'll make that bubbly out from the start. Well, I'll need you to soothe my head, to turn my blue heart into red. Doctor, doctor, give me the news. I got a bad case of loving you. Vielen Dank. Ja, ich habe es schon kurz angekündigt. Wir sind Oak Tree Corner. Super, dass Sie hier sind, dass Sie zuschauen. Ich freue mich total, dass das so geklappt hat. Danke nochmal an Gabriele für die Vorstellung. Ja, das erste Lied, ne, Bad Case of Loving You, ist entstanden in unserer letzten Probe, bevor wir hier aufgetreten sind, also quasi vor 3 Monaten. Von daher, ja, freuen wir uns total, dass es noch heute geklappt hat. Und ja, möchten Sie einfach mitnehmen auf eine Reise von den 60ern, so bis in die 2000er, so alles dabei. Für hier natürlich mit Wippen, Klatschen, Singen, gerne auch tanzen. Zu Hause das Gleiche. Oder einfach nur schön im Hintergrund laufen lassen. Wir freuen uns, dass wir Sie heute Abend ein bisschen unterhalten dürfen. Und dann würde ich sagen, machen wir mit unserem zweiten Song weiter. Meredith Brooks und Bitch. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. Must have been relieved to see the softer side. I can understand why you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change. Now today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between. You know you way.
help me figure out the seasons already changing. I think it's cool, you do what you do, and don't try to save me. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your angel on the cover. I've been numb, I'm revived. Can't say I'm not alive. You know I wouldn't want it any other way. Ow! So, zu unserem nächsten Song. Ja, tut uns allen ein bisschen leid, dass das so ist, wie es ist. Wir haben einen Song von Roxette mitgebracht und das, was ich gerade meinte mit es ist so, wie es ist, dass wir leider wahrscheinlich nie wieder, ne, definitiv nie wieder, was hören können. Uns hat die Nachricht auch traurig gemacht, das Ganze mit Marie von Roxette. Nichtsdestotrotz leben die Songs ja Gott sei Dank weiter und sind einfach wunderschön. Und wir haben da heute sogar zwei davon dabei. Also, abwarten und ja, viel Spaß gleich. To the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look, she's got the look, she's got the look, she's got the look, she's got the look. What in the world can make a brown girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la, she's got the look. Like a hammer, she's a criminal scam. Never was a critter, tasted like a raindrop. She's got the look. She goes na 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 na. Go la 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 la, she's got to do it.
what in the world can make you through? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. Na 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 na. Ja, unser nächster Song kommt von Pink. Und falls ich dazwischen mal ein bisschen böse gucke, das hat die auch geschrieben, als sie gerade ihren Mann verlassen hat und betrogen wurde. Also nur zur Erklärung, weil das nicht so ein nettes Lied ist. Ja, Nunzio, kannst du mal sehen, was passiert, ne? So, also von daher wünsche ich euch viel Spaß mit Who Knew von Pink. You took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. Whoa, whoa, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Whoa, whoa, that's right. When someone's three years from now, you'd be long gone. I'd stand up and punch them out, 'cause they're all wrong and I know better. 'Cause you said forever and ever. Convinced and just too cool. Oh no, no, no. I wish I could touch you again. I wish I could still call you a friend. I would give happened when someone said 3 years from now you'd be long gone. I'd stand up and punch them out, 'cause they're all wrong. And that last kiss I'll cherish until we meet again. Now time makes it harder.
so ein Song, wo ich dann tatsächlich auch mal, entschuldige Bernd, meine Wasserflasche nehmen muss und mal einen Schluck trinken muss, sonst geht das gleich gar nicht mehr. Aber in der Zwischenzeit könnte ja der Bernd kurz was über den nächsten Song erzählen. Es wäre jetzt nur die Frage, welchen werden wir nehmen, weil wir hätten Stevie Windows nämlich vorhin spielen wollen. Und dann würden wir das jetzt machen, oder? Sehr gut. Dann machen wir jetzt Stevie Windows. So, und bis ich da mal zum Trinken komme, genau, wir machen Stevie Windows, Tina Turner, ja, auch die große Dame, nie, also kann keiner erreichen, den Anspruch haben wir auch Gott sei Dank nicht, aber wir versuchen unser Bestes. Falle ich noch da hinten drüber? Also ich darf vorstellen, Mikrofon, Nadine, keine Freunde. Aber gut, auch das kriegen wir noch hin.
Unser nächster Song ist ein bisschen ruhiger, freut mich ja auch immer. Mal so ein bisschen, ne, so ein bisschen zum Schunkeln, Feuerzeuge oder Handylichter rausholen, auch zu Hause. Gut, ich stelle mir jetzt ein bisschen komisch vor, aber okay. Das wird auch schon funktionieren. Aber dimmt mal das Licht ein bisschen runter und wir haben jetzt gleich Soul Asylum und Runaway Train. Was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. One more promise I couldn't keep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself astray. Runaway train, never going back. Runway on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem so jaded. Lost mystery seems so faded. I can go where no one else can go. I know what no one else knows. Here I am, just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow ich muss mal ein bisschen hier rüber wandern, um nachzuschauen, was denn unser nächstes Lied ist, weil bei mir liegt ja nichts. Also schauen wir doch mal. Ja. Oh, und mein Bassist ist ja der beste Zeitmesser der Welt. Nunzio übrigens. Ne? Achso, Entschuldigung. Sorry, ich dachte, ich wurde gerufen. Ja, ist der beste Zeitmesser der Welt. Ich habe gehört, dass man ja einmal die Stunde auch seine Hände desinfizieren soll. Und ich glaube, die nächsten 2 Minuten... Oder, Leo? Wunderbar. Sollten wir dafür nehmen, um uns einmal kurz die Hände zu waschen. Und in 2 Minuten sehen wir uns wieder. Dankeschön.
Mensch, Holger, du hast ja schon so ein tolles Weinpaket. Wo hast du das denn hier? Ja, siehst du mal, Susanne, das habe ich hier hinten bei Simon Bürkli in der Wiesenpromenade. Jetzt die Tage abgeholt, wollen wir mal aufmachen. Ja, unbedingt. Gucken, was drin unbedingt. Ist. Achtung, einmal so und einmal so. Immer gut, wenn man ein Teppichmesser dabei absolut. Hat. Ne? Das ist ganz klar. Ich bin schon total neugierig, was da alles zum Vorschein kommt. Ach, guck mal hier, das sieht doch stark nach Original. Zwingenberger Weinfestgläsern aus, oder? Guck mal hier, das gebe sehr ich schon mal dir. Die haben wir ja auch neulich benutzt und so einen leckeren Wein draus genossen. Ja, jetzt wollen wir schon mal hier. Sehr schön. Das, was ist das, Susanne? Also GGEW. Ah, ja, das kommt von uns. Da kann man Obst und Gemüse beim Einkaufen mit verpacken. Ja, okay. Und ist halt eine tolle, nachhaltige Sache. Leg ich schon mal hier hin. Also keine Corona-Maske. Nö. Okay. Man könnte es mal probieren, aber das lachen wir lieber, oder? Packen. Nur noch ein Glas. Ein Zwingenberger Weinbecher, das ist das historische Ding. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Sache. Schauen wir mal hier an. Schloss Schönberg. Ja. Spätburgunder Rosé trocken. Ist das was für dich? Ja, unbedingt. Rosé, so bei sommerlichen Temperaturen Drink auf der Pink, Terrasse. Oder? Drink Pink. Ist doch ein tolles Etikett. Sieht schön aus. Schön. Ja, bestimmt ein leckerer Wein. Aus dem Hause Streit. 2019. Toll. Dann gucken wir mal hier. Das ist Alsbach. Alsbach ist auch dabei. Gebe ich dir mal. Weingut Kühnert. Ja, das klingt auch verlockend. Ein roter Riesling, Alsbacher Schöntal. Filigran, feine Fruchtaromatik, trocken animierend, viel Zukunft. Wow, toller Text und bestimmt auch ein klasse Wein. Das ist Verpackungsmaterial, das brauchen wir nicht. Wir stellen den mal da vorne hin. Ja, okay. Ach, guck mal hier, das ist hier unsere Morgengabe von der Stadt Zwingenberg. Als kleines Goodie gibt es dazu ein Tütchen blühende Landschaft für einen Quadratmeter. Samen Chita Slow, blüht auf, Zwingenberg blüht auf und bleibt liebenswert. Ja. Ah, süß, ja, sowas finde ich auch total schön. Genau, da gibt es natürlich noch diverses. Da freuen sich bestimmt die Empfänger, ist doch auch nett. Absolut, diverses Werbematerial, auch hier von unserem Partner Sparkasse, ein Stadtprospekt und das ist natürlich hier das Wichtigste. Ja, ab einem Einkaufswert von mindestens 50 Euro erhalten Sie 15% Rabatt. Ja, das ist 15 Euro, das ist ordentlich. Klasse, da kann man leckere Spargelgerichte kochen, ne? So ein toller Spargelsalat mit Rucola. Ein paar Flusskrebse drin, da hätte ich jetzt Lust drauf. Wo fängst du die Flusskrebse hier? Ach du, in der Wendelbach, oder? Meistens in den heimischen Einkaufsgeschäften. Ah, okay. Noch mehr Wendel, aber also ich habe es ja eher mit dem Wein als mit den Flusskrebsen. Okay. So, aber ich meine, gut, jeder so. Schau hier, Weißer, Burgunder, Kabinett, trocken. Bergstresser Winzer EG. Ja, das ist auch der passende toll. Wein zum Spargel. Also super, der Weiße Burgunder. Da hast du doch den richtigen Wein jetzt schon mal rausgepackt. Klasse. Ich glaube, das gibt ein richtiges Besäufnis, du. Also, Wahnsinn, helle Wahnsinn. Und das alles für, ich glaube, 46,90 Euro. Richtig, oder? Genau. Auf www.ganz2go. Ganz2go. So, jetzt bin ich mal so frech. Jetzt hole ich mal was raus. Das hat mich eben angesprochen. Finde ich irgendwie ein cooles Etikett. Getwink. Getwink, ja, das ist der historische Name von Zwingenberg. Locus Getwink. Ja. Ah, okay. Der Ort, an den man sich zwingt. Ja, sehr das hat schön. Weingut Faber hier aus Zwingenberg. Kleiner aufstrebender Betrieb. Die Idee gehabt, diesen historischen Namen so als Hommage an die Heimat. Finde ich ganz schön. Ja. Ein feinherber Riesling, sicherlich süffig, gut trinkbar. Da kommen auch die Frauen gut mit zurecht. Okay. So, und jetzt kommt Weingut Simon Bürkle. Last not least, der gute Grauburgunder. Das ist mein persönlicher Lieblingswein, wenn ich das sagen darf. Also ohne Schleichwerbung zu machen. Goldene Preismünze des Landes Hessen, 2018. Das ist ein super Wein. Gut gekühlt. Macht er richtig Spaß, Susanne. Sehr gut, ja, den kenne ich auch. Ist ein leckeres Stöpfchen. Also ganz ehrlich, guck dir dieses Paket an. Das alles. Das ist doch eine super Sache, oder? So, und das alles, das trinken wir dann also jetzt am 29.05. Ab 19 Uhr, würde ich sagen, ist eine gute Idee, so wie das Weinfest auch sonst eröffnet wird. Allerdings diesmal nicht auf dem Marktplatz, sondern im Theater Mobile, Susanne. Ne? Und was gibt's da? Ja, genau, darauf freue ich mich total. Und Sie können sich schon mal vorfreuen, indem Sie sich den Termin vormerken in Ihrem Kalender. Es gibt Moderation, Weinpräsentation, Live-Musik, einen Ehrengast. Und das ist einfach ein super klasse Programm. Also, liebe Menschen da draußen, bestellt dieses Weinpaket? Ja, www.ganz2go.de. Ja, also keine Weihnachtsgans bestellen, sondern Wein bestellen. Genau, dann werden wir einen richtig tollen gemeinsamen Abend haben am 29.05. mit einem super Programm. Also ich bin dabei. Ja, also ich auch. Und Sie hoffentlich auch. Genau. So cool.
Uncle Mr. Rock and Roll is dancing on his own again, talking on his phone again to someone who tells him that his balance is low. He's got nowhere to go, he's on his own again. Rock chick of the century is acting like she used to be, dancing like there's no one there, because she ever seemed to care, no, she wouldn't care. It's all rock and roll, should be love. And they'll meet one day far away and say, I wish I was something more. And they'll meet one day far away and say, I wish I knew you, I wish I knew you before. Mrs. Black and White, she's never seen a shade of gray. Always something on her mind, every single day. But now she's lost her way, and where does she go from here? Mr. Multicultural, he's all that one can see. He's living proof of someone very different to me. But now he wants to be free, free so he can see. And then meet one day far away and say, I wish I was something more. And then meet one day far away and say, I wish I knew you, I wish I knew you before. And say, I wish I knew you, I wish I met you when time was still on my side. She'll say, I wish I knew you, I wish I loved you before. Books and film and more, and there's a happy ending every single day. And they'll meet one day far away and say, I wish I was something more. And they'll meet one day far away and say, I wish I knew you, I wish I knew you before. Dank. So, wir wechseln das Genre so ein bisschen. Vor ein paar Jahren, ich glaube, das war aber schon in den 90ern, ich weiß auch nicht, ne? Irgendwie wird man, denkt man sich ja auch immer, man wird nicht älter, hat Mus-T mit Tom Jones was zusammengebaut oder einen Remix gestartet von seinem Good Old Song Sex Bomb. Und wir haben uns gedacht, warum nicht auch meine Frau das singen zu lassen? Find, ne? Also super, ich höre hier Zustimmung aus dem Publikum. Ich freue mich da, weil ich kann auch mal als Frau sagen, du bist eine Sexbombe. Es geht. Ich darf das. Ich darf das. So, und dementsprechend. Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. Now don't get me wrong and don't do to your harm. Now this bomb's so loving, you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite.
lost your girl holding me tight. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. Maybe you can turn me on. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. Maybe you can turn me on. You can give it more and more and count up the score. You can turn it upside down and inside out. You can make me feel the real deal, and I can give it to you anytime because you're mine. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. And baby, you can turn me on. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. And baby, you can turn me on. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Dankeschön. Ja, geht. So. Si. Genau. Si, sagt schon unser Italiener. Weil wir bieten ja nicht bei Oaktree Corner nicht nur Englisch und ab und zu mal ein bisschen Deutsch an, sondern wir haben das große Privileg, dass unser Bassist natürlich auch noch ein begnadeter Sänger ist, Nunzio. Und wir haben heute Abend mitgebracht Laura non c'è, zur Übersetzung, Laura ist nicht da. Am Schluss wird sie dann da sein, Gott sei Dank, von Neck. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io che da schifo, credi, non lo vorrei stare con te pensando a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare. Oh, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi. Posto, ci sei te, oh. Laura dove? Mi manca sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Corpo che non è più il mio, e così non ce la fai. Se vuoi ci amiamo adesso, oh boy, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me. Solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Così, ma lo so che
un'emergenza, va bene d'amore c'è, solo Laura e la mia coscienza. Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, però non è lo stesso, ora so, c'è ancora il suo riflesso tra me e te, mi dispiace ma non posso, Laura c'è, se vuoi ci amiamo adesso, oh no, mi casca il mondo addosso. Dankeschön. Ja, siehst du, ist die Laura dann doch noch gekommen, ne? Doch. Ja. Unglaublich. Wir bleiben bei den Italienern. Und Nunzio hat in jahrelanger Kleinarbeit, wir machen jetzt zusammen schon 13 Jahre Musik, Nunzio, mir einigermaßen das italienische Sprechen beigebracht. Wir werden es versuchen, und zwar genau mit Gianna Nannini und America. Cercherò, io non sono sempre detto, cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto, troverai. Per oggi sto con me, mi basta, nessuno mi vede. Cosa chiedere, 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 chiedere. Fammi volare. Lui si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Sempre detto cercherai e troverò, ora che ti accarezzo troverò, ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due, quando ognuno da sempre nella sua solitudine. Cosa chiedere, 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 chiedere. Fammi volare. Lei le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare. Lei che scende e che sale si sente l'America. Thank you.
Danke sehr. Unser nächster Titel, der dürfte jedem bekannt sein, glaube ich, hoffe ich, ist von Eric, richtig? Ja. Ja, sehr gut. Mr. Clapton. Und das ist auch wirklich schon, ich glaube, aus den 60ern, Anfang der 70er müsste das Lied sein. Also, ja, und ja, das ist eigentlich nichts, wo ich lange vorstellen muss. Ich glaube, so die ersten Rhythmen erkennt auch hier jeder. Meint ihr? Ja, ne? Wir können. Und ich muss nicht sagen, dass es Cocaine ist. Gotta take her out, cocaine. If you wanna get down, down on the ground, cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie, cocaine. Gonna kick that blues, cocaine. When your day is done and you wanna ride on cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie, cocaine. So, das nächste ist ein Song von der Lieblingsband unseres übrigens genialen Solo-Gitarristen, finde ich, der Bernd. Ja, genau. Danke. Das, so Vielen viel Zeit Dank. Muss sein. Das Jet Airliner von der Steve Miller Band. Ich kannte den Song gar nicht. Er kam dann an und sagte, den müssen wir spielen. Und ich so, aha, was ist das? Ich habe den zweimal im Autoradio gehört und habe einen Ohrwurm gehabt. Und das über mehrere Tage lang. Das ist immer so ein guter Indikator, dass das Lied gut ist. Ja, und von daher spielen wir das jetzt für euch heute Abend. Jet Airliner. My love might seem so far away, and I feel
got to go out and make my way. I might get rich, you know, I might get busted. My heart keeps calling me backwards as I get on the 707. Riding high, I got tears in my eyes. You know you got to go through hell before you get to heaven. Big old jet airliner, don't carry me too far away. Bester Zeitmesser der Welt hat mir gerade gesagt, wir sind schon fast soweit. Unser letzter Song für heute. Und den überlasse ich dann vorrangig mal dem Bernd, weil das ist der Song schlechthin. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, um mit der Stimmung dann raus aus dem Stream zu gehen. Ihr könnt ja natürlich noch ein bisschen bleiben. Wir freuen uns drauf, wenn uns der Wind wieder um die Ohren weht. Aus den 60ern, der Film, ne? Ja, oder? Ja, Easy Rider, sagt er. Und wir spielen Born to be Wild. Your motor running, head out on the highway, looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving embrace. Smile, look out, sip one sound, explode into space. I like smoking lightning. Yeah.
explode into space like a true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high, never wanna die. Born to be wild. Born to be alle, die jetzt noch immer nicht wieder zum Friseur gehen konnten. Was? Ah, sehr gut. Alle, die bis jetzt noch immer nicht zum Friseur gehen konnten, die freuen sich jetzt natürlich, dass sie nochmal so richtig schön headbangen konnten. Ja, herzlichen Dank. Ihr seid jetzt hinter dem Vorhang verschwunden. Das war Oak Tree Corner. Wir verabschieden uns von den Leuten am Livestream. Und ich glaube, unser Leo wird uns auch noch ein paar Worte sagen. Da kommt er schon angerannt. Ja. Bitteschön. Herzlichen Dank für Ihren Besuch online und noch viel herzlicheren Dank den Besuch hier live im Theater. Die Gäste hier im Theater können heute noch ein klein wenig mehr die Musik genießen. Wir machen eine kleine Pause hier, wie wir das sonst üblicherweise live auch machen. Auf der anderen Seite, diese Band, wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie bei unserem Sommerfest des Theaters am 22. August wiedersehen. Das machen wir dann hier unter freiem Himmel im Hof des Alten Amtsgerichts. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Dann gibt es vom Grill etwas Leckeres und Salate und so weiter und eben diese Musik als Begleitung. Das ist das eine. Das ist aber noch lange hin. Viel eher noch gibt es hier aus diesem Theater das Weinfest. Sie haben es zwischendurch angekündigt gesehen. Am 29. Mai wird das Weinfest ebenfalls virtuell aus unserem Theater übertragen. Und kurz danach, am 4.6. ist dann wieder unser nächster Livestream mit einer Band, die heißt Madame Brel und die Fidou. Die singen aus Liebe zu Frankreich und Frankfurt. Diese beiden Dinge so ein bisschen auch sprachlich verquickt. Herzlich willkommen dazu und zunächst mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.